Fantastic. Hallo, willkommen zu einem weiteren Video und heute mal etwas, was ich mit meinem Camcorder aufgenommen habe, nämlich wie kann ich Android-Spiele und Apps am TV spielen bzw. benutzen. Und ich muss aber ganz ehrlich zum Anfang des Videos sofort sagen, das ist kein Product Placement, ich bekomme kein Geld hierfür, dass ich das Video mache. Ich bekomme auch kein Geld dafür, wenn ihr euch diese Box, die K1 TV-Box, wenn ihr die euch kauft. Ich bekomme nicht einen einzigen Cent dafür. Ich habe aber die Box bekommen und habe gesagt, ich teste sie einfach mal und wenn sie was taugt, dann zeige ich es, wenn nicht, dann nicht. Wir wollen mal reinschauen und sehen hier die Übersicht der Apps. Ihr schließt das Ganze, diese Box, mit einem HDMI-Kabel an euren Fernseher an und ich werde euch gleich auch genau sagen, wann macht diese Box Sinn und wann macht diese Box eben keinen Sinn. Ich möchte jetzt nicht sagen, diese Box ist super geil und kauft sie euch alle. Nein, ich möchte euch sagen, wann sie Sinn macht, wann sie keinen Sinn macht. So, also, wir sehen jetzt hier das Menü, wir sehen die Apps. Ich kann, wie bei einem ganz normalen Handy, es läuft mit Android 5.1.1, es hat einen Quad-Core-Prozessor, es läuft in schönem, es unterstützt sogar 4K. Und ja, wir wollen mal gucken. Also ich habe hier die Apps, ich kann Apps installieren, ich kann auf den Play Store zugreifen und wir sehen hier alles wie bei einem ganz normalen Handy im Grunde. Und ihr könnt ihr könnt einen Funk-Controller anschließen, ihr könnt eine Funkmaus anschließen, ihr könnt eine Funk-Tastatur anschließen. Ihr seht ja meinen Mauszeiger dort und mit diesem Mauszeiger kann ich also, ja, dahergehen und kann Sachen bedienen. Ich kann also ganz normal auf den Play Store gehen, ich kann ganz normal auf den Play Store zugreifen, wie wir das jetzt hier auch sehen. Es ist wie ein ganz normales Handy. Es ist wie ein ganz normales Smartphone oder wie ein ganz normales Tablet. Kann jetzt hier rumgehen, kann Sachen installieren. Ich kann YouTube benutzen, kann Clash of Clans spielen. Oder was weiß ich nicht noch alles. Wir gucken einfach mal durch, was es hier noch so gibt. Um einfach mal euch, ja, ich leite es gleich einfach mal irgendwas runter, um euch mal zu zeigen, wie denn das Ganze so funktioniert und was man da also machen kann. Wir gehen mal auf Games drauf, gucken mal einfach. Die Galaxis wartet auf dich. Ja, wie gesagt, Leute, einfach mal so zum Testen und ich kann ja mal in der Zeit, wo wir jetzt mal, was nehmen wir mal? Nehmen wir mal Candy Crush Saga. In der Zeit, wo wir mal Candy Crush Saga installieren, kann ich euch das mal zeigen und dann mal sagen, wann macht es Sinn? Wenn du ein Smart TV hast, dann macht es weniger Sinn, denn im Grunde beim Smart TV kannst du ja auch die Apps aufrufen, brauchst du diese Box nicht. Ne? Die Box kostet, glaube ich, $54, das sind, wie viel ist denn das? 50 Euro oder so, das ist also nicht so mega teuer oder so, also ist jetzt nicht so, als müsste man sich für 3000 Millionen Euro so eine Box kaufen, nein. Ist relativ günstig, Versand ging auch relativ schnell und es installiert jetzt noch. Und wir gucken jetzt mal drauf, wie wir denn Clash spielen können. Ich habe Clash installiert und wir sehen es jetzt hier mit der Maus. Es ist im Grunde wie so ein Emulator, kann man sagen, als würde man es jetzt am PC spielen mit BlueStacks. Es lädt, ihr seht, es ist das Winter-Update und wir sehen jetzt, hoffentlich jetzt sehen wir mal drauf. Wir sehen, oben ist ein bisschen noch was abgeschnitten, zum Beispiel von meinem Namen und von dem Level und so weiter. Das kann ich aber noch ändern. Ich kann die Auflösung noch ändern, ich kann den Bildschirm noch anpassen. Hab's jetzt auch gerade noch auf Englisch stehen und spiel's jetzt auch gerade nur mit der Maus, weil ich keine Tastatur da habe. Wenn du eine Tastatur da hast, kannst du auch noch rein, rauszoomen und so weiter und so fort. Kann ich jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, gerade nur die Maus da habe. Aber ich muss sagen, es funktioniert schon ganz gut. Also, das habe ich irgendwie bei meinem Fernseher zum Beispiel noch nicht hinbekommen, dass ich da eine Funkmaus dran anschließen kann. Das ist halt der Vorteil hier, ne? Du kannst im Grunde easy peasy mal im Internet surfen, kannst die Mails checken und so weiter. Wir sehen es jetzt hier, es läuft ganz gut. Kann anfordern, kann meine Truppen anfordern. Und so weiter, kann im Grunde ganz normal Clash of Clans spielen am Fernsehen, was eigentlich schon mal ganz cool ist. Wir sehen es hier nochmal in der Übersicht der Apps, zeige es euch auch, wir haben Candy Crush. Candy Crush Saga ist installiert und wir gucken mal einfach drauf, wie das denn so funktioniert, wie der normale Ablauf ist, ne? Wir laden es runter. Ich habe noch in meinem ganzen Leben, noch nie Candy Crush Saga gespielt, und Scheiß, ich habe noch niemals, ever Candy Crush Saga gespielt. Ich weiß überhaupt nicht, was man da machen muss. Es lädt auf jeden Fall gerade noch. Habe ich das nicht schön eingeblendet? Ich habe es nicht hingekriegt, die Box direkt aufzunehmen, deswegen muss ich mit dem Camcorder aufnehmen. Da ist es, Candy Crush Saga. Wir gucken einfach mal, was da passiert. Ich will einfach nur mal testen, wie es sich spielen lässt, ob es sich spielen lässt oder nicht. Weil ich ja auch einfach zeigen will, ist diese Box, funktioniert sie, ist sie einfach scheiße, ist sie gut? Wobei ich mal sagen muss, für den Preis, ne? Das sind 50 Euro. Also, naja, das kostet ja jedes Tablet eigentlich mehr. Swipe this candy to the left to match three of the same. Ja, blablub. Das ist halt noch das Tutorial. Aber im Grunde, man sieht, es läuft. Es läuft eigentlich. Man kann es spielen. Und das ist ja im Grunde die Hauptsache an der ganzen Sache. Wir wollen gleich auch noch auf ein, zwei Funktionen gucken. Wir wollen gleich auch noch eben schauen, kann ich denn im Internet gescheit surfen? Ich habe jetzt auch noch natürlich nicht so viele Apps bisher installiert. Ich habe nur ein paar Apps installiert. Wie wir es ja gesehen haben, ich habe Clash installiert, habe ich gerade Candy Crush Saga installiert. Ein Browser ist drauf, du kannst Filme damit gucken, du kannst damit Musik hören über den Fernseher und so weiter und so fort. Ziemlich viele Funktionen.
Was habe ich denn? Habe ich denn noch? Habe ich irgendwas noch vergessen zu erwähnen? Ja, wie gesagt, 2K Ultra HD Auflösung wird unterstützt. Da habe ich noch ein paar technische Daten mal eingeblendet, in denen wir mal sehen, wie. Und wie gesagt, es ist kein Product Placement. Ich muss es nicht kennzeichnen, weil ich einfach kein Geld hierfür bekomme. Das ist einfach so. Deswegen, vor allem für so eine 55-Euro-Box, ganz ehrlich. Wir sehen das jetzt hier, ne? Wenn wir jetzt mal auf die Einstellungen draufgehen, wir sehen, es ist im Grunde wie bei einem richtigen, wie bei einem Handy, wie bei einem Tablet. Man sieht das jetzt, ich kann dir jetzt die Screen Position einstellen. Screen Position kann ich jetzt reinzoomen, rauszoomen. Na gut, das ist gerade ein bisschen unscharf. Aber ein bisschen reinzoomen, ein bisschen rauszoomen. Wir sehen das jetzt, ist gerade bei 96%. Damit zum Beispiel bei Clash auch mein Name und die ganzen Zahlen, also Goldlager, Elixierlagerkapazität, noch mit im Bild sind. Das will man natürlich haben. Sounds, Apps, Storage. Das Ding hat, glaube ich, 4,4 GB drauf. Hat aber den Vorteil, du kannst einen, du kannst einfach einen USB-Stick dran anschließen und kannst damit dann quasi auch noch Sachen draufspielen und so weiter. Megapolis hatte ich mir mal installiert als Spiel und wir gucken mal einfach drauf. Media Center, kannst du noch irgendwie über WLAN noch auf irgendwelche Sachen zugreifen und so weiter. Und natürlich YouTube. YouTube auch ganz cool, du kannst hiermit, wenn du es nicht hast, also wenn man eine PlayStation hat, braucht man das auch nicht unbedingt, denn... Vor allem, was der mir immer empfiehlt, ne? Was der mir immer als Videos empfiehlt bei YouTube, ist teilweise geil. Der empfiehlt mir teilweise immer irgendwelche TV-Total-Videos. Gucken wir einfach mal irgendwas an. Wir sehen das jetzt hier, zum Beispiel ein Video von dem guten alten Mabuel. Ja, da sehen wir es jetzt. Zum Beispiel, du kannst, wenn du zum Beispiel eine PlayStation hast und eine Xbox, brauchst du diese Box auch nicht unbedingt. Denn auf der PlayStation kann ich ja auch die YouTube-App und sowas machen. Hat halt hier den Vorteil, du hast noch die Maus, du kannst die Maus dann anschließen. Könntest du, glaube ich, bei der PlayStation auch, ne? Bei der PlayStation kannst du, glaube ich, auch die Maus dann anschließen. Aber wie gesagt, ich sage ja, für die Leute, die keinen Smart TV haben, ist es eine Option. Für die Leute, die einen Smart TV haben, würde ich eher sagen, nö, ist es nicht. Aber generell finde ich es eigentlich ganz gut, vor allem natürlich auch für den Preis. Wir sehen jetzt hier, es läuft eigentlich alles ganz flüssig. Ich müsste vielleicht das Bild noch ein bisschen einstellen. Ihr seht es oben bei der 20. Ist noch ein bisschen was abgeschnitten. Aber ansonsten kann ich es jetzt auch nochmal groß stellen. Kannst du es nochmal auf Vollbild machen und muss ich sagen, sieht schon ganz cool aus, ne? Vor allem, wenn natürlich auch... Manche YouTube-Videos hast in Full HD, sieht schon ganz cool aus, halt auf dem großen Fernseher ist halt was anderes, als wenn du es auf dem Handy guckst oder wenn du es irgendwie am Tablet guckst oder so. Selbst wenn du es am 20, 25 Zoll PC-Bildschirm guckst, natürlich nochmal was anderes. Ich habe einen 48 Zoll Fernseher, da sieht es natürlich noch ein bisschen anders drauf aus, sieht es natürlich ein bisschen besser drauf aus. Browser, kannst du auch mal eben was eingeben, das ist das Problem, ne? Ich habe jetzt keine Tastatur gerade angeschlossen, aber zum Beispiel könnte ich jetzt Wetter Köln eingeben, zack. Kann ich ganz normal surfen, du kannst eine E-Mail-App installieren, kannst deine E-Mails mal eben schnell checken. Vielleicht auch was für ältere Leute, ne? Also ich kann bei mir zumindest persönlich sagen, ich gebe diese Box zu Weihnachten, kriegen meine Eltern die Box. Denn ich brauche sie jetzt halt nicht, weil ich ein Smart-TV habe, aber meine Eltern können sich dann aufs Sofa setzen, können ihre E-Mails checken, können ein bisschen im Internet surfen. Läuft, ne? Ansonsten, wie gesagt, muss halt jeder selber entscheiden, ob er sowas für... Ich will natürlich niemandem sagen, du sollst diese Box kaufen. Ich habe ja auch eh nichts davon, wenn ihr euch die kauft oder wenn ihr euch die nicht kauft. Aber ich glaube, wenn ich werde es die Tage mal testen. Ich werde es die Tage mal testen mit einer Tastatur. Das interessiert mich mal, ob, wenn man eine Tastatur angeschlossen hat, ob dann Clash gescheit spielbar ist am Fernsehen oder nicht. Denn das wäre cool. Wenn ich. Oh, wir haben übrigens eine Live-Verteidigung gerade. Ich könnte ja auch einfach mein iPad nehmen und mein iPad quasi anschließen ans Fernsehen, aber dann habe ich halt wieder. 4 zu 3 habe ich kein 16 zu 9. Beim Handy ist halt das Problem, du musst dann halt am Handy auch spielen und siehst es dann halt nur auf dem iPad, auf dem Fernsehen. Könnt ihr ja Screen Mirroring machen, das bedeutet, ich spiele es am Handy und sehe es am Fernseher. Muss ich ja dann trotzdem am Handy spielen, das heißt, ich muss dann doppelt gucken. Ist auch ein bisschen scheiße. Hat das eigentlich schon mal irgendwer gemacht, so eine Clan War Party? Dass man sich so quasi, man hat sich so zu mehreren Leuten zusammengesetzt, man hat das dann irgendwie an den Fernseher angeschlossen und hat dann irgendwie so im Clankrieg zusammen angegriffen. Ich habe das schon mal. Bei einigen asiatischen Clans gesehen, dass die wirklich so sich getroffen haben, dann alle mit ihren iPads und haben dann im Clan War angegriffen, haben dann Clankriegsparty gemacht. Gibt's in Deutschland gar nicht, glaube ich. Ne? Gibt's glaube ich hier nicht. Werden wir jetzt hier noch sehen. Es läuft im Grunde eigentlich ganz flüssig, ganz smooth, wenn man das mal so sieht. Sehe jetzt eigentlich auch keinen Lag oder sonstige Sachen. Ist halt jetzt wie gesagt gerade mit dem Camcorder abgefilmt. Ist jetzt nicht direkt mit der Elgato, weil ich sie hingekriegt habe. Irgendwas wollte der da nicht übernehmen. Und ja. Das ist mein Dorf. Wir gehen jetzt nochmal raus und gucken zum Abschluss. Na, geh raus. Geh raus, Kollege, und gucken zum Abschluss nochmal, was es sonst noch eben gibt. Was habe ich euch denn noch nicht gezeigt? Den Movie Player. Könnte ich zum Beispiel noch was machen. Oder was haben wir sonst noch?
Mal gucken, Play Store hatte ich euch schon gezeigt. Kodi. Kodi ist, glaube ich, so das vorinstallierte so Media-Tool, was du da hast. Bedeutet, du kannst dann über Kodi, glaube ich, ja, Musik, Videos und so weiter dir angucken und so weiter. Wenn du Musik draufgeladen hast, ist halt auch der Vorteil, du kannst es einfach auf einen USB-Stick ziehen, kannst dann die Videos gucken, kannst sonstige Sachen gucken. Wie gesagt, wenn kein Smart-TV da ist, kannst Bilder angucken. Das ist der Vorteil. Ja, das war diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte seid nicht zu hart. Ich habe, wie gesagt, ich habe kein Geld dafür. Also dürft ihr auch mich nicht steinigen dafür. Wenn es euch interessiert, kann ich es gerne in die Tage nochmal probieren, wenn ich die Tastatur angeschlossen habe. Ob es dann funktioniert oder nicht. Dann sage ich, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir mal, wo ihr Clash spielt. Spielen vielleicht einige Leute am Fernseher? Ich weiß es nicht. Wenn ja, schreibt mir mal, wie. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Montag und noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, bis demnächst. Euer Fried.